20.11.2017. Herzlich willkommen hier in unserem Auto. Neben mir der Fahrer Fadi. Hinten der Justus. Und dann natürlich auch ich. Hallo. Sind wieder unterwegs quer durch Deutschland, um die Lautra heute bei der Dynamo spielen zu sehen. Aber jetzt schauen wir uns erstmal den Gegner an. 14. Spieltag der zweiten Bundesliga. Wieder müssen die FCK-Fans montags einmal quer durch die Nation. Dieses Mal sind es von Kaiserslautern 580 Kilometer, die wir reisen müssen, und zwar in die Landeshauptstadt Sachsens, Dresden. Doch dieses Mal wissen wir ja, wer der Verantwortliche ist. Herzlichen Dank für die TV-Übertragungsrechteinhaber dafür, dass ihr euch einen Scheiß um uns als Fans schert. Ich persönlich freue mich immer sehr auf die Besuche in Dresden. Nicht nur Auswärtsspiele, sondern auch Konzerte haben mich schon dorthin geführt und es ist einfach eine tolle, sehr sehenswerte Stadt. Mit 550.000 Einwohnern ist sie eine der größten in ganz Sachsen. Aufgrund der hohen Einwohnerzahl und der Dichte auch der Bevölkerung um die Stadt herum gibt es über 140 eingetragene Fußballvereine, das ist doch mal wirklich eine Hausnummer, wovon heute lediglich der Dresdner Sportclub und Dynamo Dresden eine besondere Relevanz haben. Gegründet wurde Dynamo Dresden 1953, somit sind sie um einiges jünger als mein geliebter FCK. Dennoch nutzten sie die Zeit äußerst effektiv, denn 8 DDR-Meisterschaften und 7 Pokalsiege gehen auf ihr Konto. Auch international haben sie mitgewirkt, denn in rund 100 Europapokalspielen waren sie auch im Ausland sehr bekannt. Seit der Wiedervereinigung blieben jedoch die größeren Erfolge aus. Doch nicht nur der Fußball machte die SGD weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Insbesondere die aufsehenerregenden Aktionen ihrer Fans machten sie berühmt und berüchtigt. Als Beispiel hierfür einfach mal die Krieg dem DFB-Aktion, welche die Dynamo-Fans beim Auswärtsspiel in Karlsruhe durchzogen, wo sie in Camouflage-Kleidung fast komplett geschlossen im Block standen und ihre Meinung gegenüber dem DFB ordentlich kundtaten. Die Heimstätte der Dresdner ist die DDV-Arena, welche 32.066 Zuschauern Platz bietet. Diese Kapazität wird auch ordentlich ausgenutzt, denn schaut man sich diese Auslastungstabelle an, sieht man, dass lediglich der FC St. Pauli eine größere Durchschnittszuschauerzahl hat als Dynamo. Insgesamt trafen diese beiden Vereine 14 Mal aufeinander. Die Statistik spricht wie so oft für meinen FCK. Gerade einmal 3 Niederlagen, 2 Unentschieden stehen 9 Siegen der Pfälzer gegenüber. Bei Auswärtsspielen in Dresden taten wir uns doch immer etwas schwer. Beim letzten Aufeinandertreffen in der Fremde führte der FCK mit 2:0. Die Dynamo drehte das Spiel noch auf 3:2. Die Teufel konnten in der letzten Minute zu einem 3:3 Unentschieden ausgleichen, welches uns dann noch zu einer Punkteteilung führte. Für den FCK geht es bei diesem Spiel wirklich um einiges. Wie ihr in der Tabelle seht, liegen wir abgeschlagen mit 7 Punkten auf dem letzten Platz und selbst ein Erfolg würde uns nicht mal auf den Relegationsplatz bringen, welcher dann immer noch etwas weit entfernt ist. Doch auch die SGD könnte die 3 Punkte gut gebrauchen, um Abstand zur Relegation zu erhalten. Somit können wir nicht nur auf dem Rasen, sondern auch auf den Rängen auf ein leidenschaftliches und intensives Spiel hoffen. Und jetzt viel Spaß! 17.33 Uhr, wir sind endlich in Dresden angekommen und wir müssen noch gut eine Stunde warten, bis der Parkplatz P7, wo die FCK-Fans parken dürfen, endlich geöffnet wird, was ich ziemlich lächerlich finde, aber gut. Jetzt haben wir uns hier eine wunderschöne Gegend rausgesucht, um, ja, wie gesagt, zu parken, und hier können wir noch einen trinken und warum nicht? Ein bisschen erzählen. Aber das Bier ist was leer, ne? Was? Was? Es sind noch ein paar Dosen da. Wir sind noch da, nicht mehr Scheiße. Viele. Nee, sag nur. So, Hallöchen. Leider sind unsere ganzen Freunde an diesem Montag nicht dabei. Ich grüße den lieben Markus, der heute mit seiner Trommel nicht dabei sein kann. Den lieben Christian, meinen ganz allerliebsten Bruder. Die Nina, die Bella, den David, den Matt, alle, die heute nicht dabei sein können. So, und ich grüße Emma, mein Fan, durch die Doppelglas-Dive, wo auch leider keiner dabei sein kann heute, und ein Kumpel aus Darmstadt, den Jan. Auch den grüße ich und ich würde sagen, du. No, mo, Scheiß Dynamo. Servus, mein Freund Lukas Hisch, ne, ich grüße dich hier jetzt von Dresden hier. Ich trinke einen auf dich mit, ne? Aber schöne Grüße. Prost. Hallo, ich grüße die Manuela, mein Sohn Thomas und Heigo. Das ist ein richtiger Bitte-Fan. Schade, dass du nicht da bist. Wir freuen uns auf dich. Ja.
Freunde, das war's dann vom Spiel aus Dresden und mein Gott, war das geil. 1-0 hinten liegen, die erste Halbzeit richtig scheiße spielen, in der zweiten Halbzeit besser werden und innerhalb von 3 Minuten das komplette Spiel drehen. So kann's doch einfach immer laufen, das tut so in der Seele gut. Einfach geil, aber gehen wir den Tag doch nochmal chronologisch durch. Die Anfahrt war wirklich ganz toll. Justus, herzliche Grüße an dich, war wirklich genial, hat mir ganz viel Spaß gemacht. Als wir dann in Dresden angekommen sind, gab es etwas Kommunikationsprobleme bei den Ordnern. Der eine hat gemeint, der Parkplatz macht erst in, na, er hat eher gesagt, nee, der Parkplatz, der macht erst ungefähr in so einer halben Stunde, 45 Minuten auf.
Und dann sind wir weitergefahren, wollten wenden und dann kommt ein anderer Ordner und meint, ja, was macht denn ihr hier? Und dann haben wir gesagt, ja, wir wollen auf dem Parkplatz. Ja, dann stellt euch gerade da vorne hin, das dauert noch vielleicht 5 Minuten, dann mach auf. Also ich habe auch keine Ahnung, wie da die Kommunikation abläuft, aber egal, wir waren dann drauf. Als wir dann im Stadion angekommen sind, gab es ja eine ganz tolle Aktion als Dank der Mannschaft gegenüber den Fans. Und zwar gab es hier erstmal eine 10€ Verzehrgutscheinkarte in der Betzekart und dann eine Eintrittskarte für eines der nächsten Spiele. Und dadurch, dass wir ja alle Dauerkarten haben, könnt ihr diese 2 Karten für das Spiel gegen Nürnberg, das erste Rückrundenspiel am 16.12. für den Block 7.3 gewinnen. Wie könnt ihr dann am Schluss des Videos erfahren? So lange müsst ihr also noch aushalten. Da hat Dynamo ja eine wirklich tolle Pyro-Show gezeigt, hat mir wieder sehr gut gefallen, also einfach grandios. Ja, dann ging halt das Spiel los und es war halt so typisch FCK, es ging drunter und drüber, keiner wusste, was der andere macht und wir hatten, glaube ich, eine einzige Torschance und das ist halt etwas peinlich. Und natürlich geht dann Dresden in Führung, die auch wirklich die wesentlich bessere Mannschaft war, was sich aber in der zweiten Hälfte ziemlich assimiliert hat und auch über die Länge des Spiels sich komplett aufgehoben hat, denn wäre das Spiel noch länger gegangen, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir noch 3:1 gewonnen hätten, wobei ich ja etwas Angst hatte, dass Dynamo in den letzten Schlusssekunden noch den Ausgleich schießt, was ja zum Glück nicht passiert ist. Es war halt einfach geil, mal wieder ein Spiel zu drehen in der Fremde und wieder richtig zu punkten. Das tat so richtig, richtig in der Seele gut und das ging uns allen so, also wirklich ganz, ganz toll. Relativ direkt nach dem Abpfiff habe ich dann von mehreren Dynamo-Fans geschickt bekommen, von wegen, ja, das war voll der unverdiente Sieg und was weiß ich. Also ja, natürlich, wenn man sich diese Statistik hier anguckt, dann könnte man das so interpretieren. Denn 16:8 Torschüsse ist halt schon eindeutig. Wobei, die haben 16 Torschüsse, wir 8. Die haben ein Tor, wir 2. Haben wir da nicht die bessere Ausbeute und somit doch besser gespielt? Also man könnte sich das hindrehen, wie man möchte. Nein, es war schon ein hartes Stück Arbeit, aber im Endeffekt interessiert morgen doch eh keinen mehr, wer verdient gewonnen hätte oder sonst irgendwas. Die 3 Punkte sind auf unserem Konto und das war's. Und die sind auch sehr, sehr, sehr nötig, denn trotz dieses Sieges sind wir immer noch auf dem letzten Platz. Jetzt 1 Punkt hinter Greuther Fürth und ja, jetzt muss das gegen Bielefeld auf jeden Fall besser werden. Ich hoffe ja, dass die Mannschaft diesen Elan, diese Energie und diese Kraft aus diesem Spiel mitnimmt und das auch ins nächste Spiel überträgt und dann auch mal von Anfang an richtig Fußball spielt. Das fände ich mal richtig. 2 Anmerkungen möchte ich machen und zwar, ich kritisiere ja niemals unsere Fans, aber dieses Mal war es einfach unglaublich peinlich. Diejenigen, die sich für die absoluten Überfans halten und ohne die funktioniert ja die Stimmung nicht, stehen da und haben die Zunge im Maul. In einer Situation, wo der FCK unsere Unterstützung braucht, wo wir da sein müssen für unseren Verein, stehen sie da und machen gar nichts. Und das ist lachhaft. Und wenn man dann probiert, Stimmung zu machen oder sonst irgendwas, wird man ausgelacht. Denn es kommt ja nicht von denen. Darum kann man die Leute auslachen, die probieren etwas zu tun. Aber dann, wenn es 1:1 fällt, dann geht's auf einmal wieder. Und das ist peinlich. Man überlässt komplett das Feld und die Stimmung Dynamo und dann geht's auf einmal erst dann wieder, wenn der Verein kann. Ich dachte, das Fansein bedeutet, dass man seinen Verein bedingungslos unterstützt, egal wie die Situation ist. Und das kann ich einfach nicht verstehen. Aber auch die Dynamo-Fans haben sich nicht mit Ruhm bekleckert, denn die wollten ja nach dem Abpfiff zu uns rüber Ärger machen. Und ich finde sowas einfach peinlich. Punkt. Schluss. Fertig. Aus. Was soll denn das? Das sind solche Kindereien. Sind solche Typen dann eigentlich stolz auf sich und fühlen sich dadurch hart, wenn sie ihre eigenen Ordner angreifen? Also ohne Scheiß, mein Stiefvater, der ist Ordner beim FCK. Der macht es für ein kleines Geld und weil er seinen Verein liebt. Fertig. Der macht es nicht, weil er irgendwie dafür Tausende von Euro kriegt oder weil er übelst die Kampfausbildung hat oder sonst irgendwas und sich da irgendwie gewalttätig durchsetzen will und sich beweisen will. Der macht es, weil er seinem Verein helfen möchte. Und auf solche Leute geht ihr los? Ihr Lappen, Alter, ohne Scheiß, sowas finde ich ja so lächerlich. Aber naja, doch kommen wir nun zum Gewinnspiel für die 2 Eintrittskarten für das Spiel gegen Nürnberg. Die gibt es übrigens im Bundle, dass ihr nicht alleine gehen müsst. Und dieses Mal ist es nicht ganz so einfach, also nicht einfach nur einen Kommentar schreiben und ich los dann aus, sondern ihr müsst eine Frage beantworten. Und zwar, in welchem Jahr war ich, also der Matze, nicht die Bella, das allererste Mal im Fußballstadion? Als kleiner Hinweis, das sage ich bzw. zeige ich in einem Video, welches aus ganz vielen Fußballvideos besteht. Das nur als kleiner Hinweis. Bitte nicht als Kommentar posten die Antwort, sonst könnt ihr ja gegenseitig abschreiben, das möchte ich nicht, sondern das soll ja alles fair bleiben. Sondern schickt uns eine Mail mit der Antwort an diese E-Mail-Adresse
und unter den ganzen richtigen Einsendungen werde ich dann den Gewinner oder die Gewinnerin ziehen, die dann diese zwei Tickets gewinnt. Einsendeschluss ist der Mittwoch nach dem Spiel gegen Bielefeld. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, habt eine gute Woche und wir sehen uns im Blog.